Willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's mit dem letzten Abschnitt, voraussichtlich in Akt 1. Und auch, ja, den ersten Einblick in Akt 2, vermute ich mal. Wir haben noch zwei Quests vor uns. Ja, erstmal hier alles umnieten. Na, komm schon. So, wir haben jetzt hier zwei Quests. Einmal die Sirene umhauen, die versteckt sich hier irgendwo. Und dann haben wir hier, ja, einen Weg zur Kaiserstadt finden. Eben als ich mir die Map angeschaut habe, der erste Gedanke, den ich hatte, ist das hier eventuell Griechenland? Glaube ich aber nicht. Ist wahrscheinlich eher so fiktiv. Aber die Map sah irgendwie verdächtig nach Griechenland aus. Glücklicherweise haben wir ja ein bisschen Gear von meinem anderen Char abgreifen können. Was die Waldläuferin nicht gebrauchen kann, kann der Marodeur gebrauchen. Level Up können wir alle gebrauchen. Deswegen sind wir auch beim letzten Mal schnell und unkompliziert hier durchgekommen. Ich muss mal eben schnell noch mein Bild öffnen. Schlecht vorbereitet heute. So, da habe ich ihn wieder offen. Nicht, dass ich mich hier auch nochmal verskille. Wir haben zwar Korrekturpunkte, aber ich neige auch gern dazu, so viel zu verbocken, dass dann die Korrekturpunkte nicht mehr ausreichen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das passive Board komplett zurückzusetzen. Okay, weiter im Programm. Also von hier können wir zwei Gebiete erreichen. Einmal das Gebiet, wo wir hauptquestmäßig hin müssen. Und dann noch ein anderes. Diese komischen Läufer hier. Die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. In einer anderen Art und Weise, dann haben wir auch das Thema mit dem Recycling geklärt. Aber das war ja klar, weil bei 10 Akten und so weiter kann man halt nicht unendlich viele neue Monster kreieren. Aber wieso ploppen die jetzt alle hier immer auf? Ah shit, dafür brauche ich mehr Intelligenz. Wartet hier vielleicht irgendwo noch Davy Jones oder so auf uns? Ah, sieh mal einer an. Da haben wir einen Marker auf der Map. Da düsen wir mal eben schnell hin. Und da ist noch eine kleine Sidequest. Sehr schön. So, quatsch nicht so viel. Gib uns die Quest. Suche die Allflamme. Lass mich raten. Ja, die Allflamme führt in das andere Gebiet. Also jedes Gebiet hat hier auch so seinen Sinn und Zweck. Ja. Auch gut zu sehen, dass es hier anscheinend auch Entwickler gibt, die alles durchdacht haben. Unsere Aura muss ich übrigens nicht neu casten. Als ich dieses Gebiet hier betreten habe, wurde sie automatisch aktiviert. Oh, ich sehe aber, dass wir hier nicht mehr die volle Mana bekommen können. Wahrscheinlich liegt das an der Aura. Ich weiß es natürlich nicht. Ich nehme es einfach nur an. Das ist doch bestimmt die Höhle, wo wir die Allflamme bekommen.
Ja, sehr schön. Jetzt, wo wir eigentlich ein bisschen stärker sind, könnten wir doch mal versuchen, erstmal hier umhauen. Genau, wir düsen einmal hier hinein. Sammeln hier dieses glänzende Zeug ein. Ich vermute, dass das jetzt so eine Season-Geschichte ist, um die Skill-Kristalle deutlich schneller hochzuziehen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Dafür bin ich noch zu sehr Noob in diesem Game. Aber was diese Lichtkreise bringen, keine Ahnung. Wir laufen einfach mal weiter, bis wir in eine Sackgasse geraten oder bis der Ausgang erscheint. Ah, da ist er schon erschienen. Shit. So, schnell weg. Wir haben es überlebt. Vielleicht ist das aber auch irgendwie so eine Art Währung, die wir irgendwo eintauschen können. Ich habe keine Ahnung. Drauf. Okay, ich scheine den nicht zu treffen. Ah, schnell durch. Da oben ist wieder ein Schrein. So, urzeitlich ermächtigt. Heißt das, der Typ ist so stark, dass er hier stärker als die Bosse sind. Oder sind die eventuell gegen irgendeine Art von Schaden immun? Die kippen doch schneller um. Du bist auch urzeitlich ermächtigt, aber jetzt bist du auch tot. Ah, Sackgasse, okay. Ich nehme mal an, wir müssen nach oben links laufen. Ja, schon wieder eine Sackgasse. Level up, wunderschön. So, dann gehen wir hier hin und als nächstes werden wir dann hier links lang laufen. Mehr Leben, mehr Rüstung, mehr Rüstung, mehr Leben. Also deutlich mehr Rüstung. Ups, das Ding wollte ich eigentlich nicht einsammeln, aber egal. Ja, Würgeliebreiz, alles klar. Würgereiz bekomme ich auch, aber der ist nicht lieb. Und sie hat die Allflamme. Wunderbar.
Ich hätte gedacht, ich habe dort eine verzauberte Flasche gefunden, aber nee, leider nicht. Gut, dann düsen wir mal wieder schnell zum Questgeber zurück. Ja, alles klar, ein Lag. Ich hoffe nicht, dass das an den Uploads liegt. Ja, dann können wir nämlich die Flamme abgeben und weiter nach der Sirene suchen. Da kommt mal schön alle mit. Aber ihr sollt auch alle drauf gehen. Ihr sollt nicht überleben. Aufgedecktes Gebiet und noch zwei Gegner leben, das gibt's doch nicht. So, und du kannst uns ruhig mal ein paar Fähigkeitspunkte geben. Okay, dann nicht. Na, schick uns deine Untotenarmee. Ja, und da ist der Feigling selbst. Knüppel ihn zu Tode. Los, 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 los. Also ein geschmeidiger Krieger sind wir ja jetzt nicht unbedingt, ne? Die Bewegungen sind auch irgendwie ein bisschen langsam und hölzern. Unsere Questbelohnung bekommen wir in der Stadt, okay. Müssen wir sowieso später hin. Unten im Süden gehen wir mal weiter. Das war nur die Anmerkung für die Quest. Und da unten geht's weiter. Sehr schön. Da haben wir die Zone. Wunderbar. Dann sind wir auch hier entsprechend in der Höhle, wo die Sirene irgendwo auf uns wartet. Wenn wir hier eh schon mal einen Waypoint haben, können wir mal eben schnell zurück ins Dörflein und uns die Belohnung abholen plus eine neue Quest. Der Höllenschlag klingt natürlich ziemlich nice. Erdspalte auch. Vulkanische Spalte auch. Ja, das Gute ist, selbst wenn ich jetzt hier ein falsches Ding wähle, wir können Steine immer wieder bei Nessa hier nachkaufen. Da haben wir zwei rote, Geschick und Intelligenz. Intelligenz ist gar nicht mal so schlecht. Die Vitalitätsaura brauchen wir. Streugedöns brauchen wir nicht unbedingt. Na, komm schon. So, genau, das war Streu. Das packen wir da rein. Jetzt sehen wir... Ach, shit. Was mache ich denn hier? Aber geil, das Ding ist, glaube ich, ein bisschen besser. Wir sehen ein bisschen vogelartiger aus. Ist, glaube ich, auch ziemlich lustig. Ja, die Brust haben wir natürlich geschrotet. Stufe 22, 16, 16. Aber dann haben wir auch die Intelligenzanforderung. Und könnten zum Beispiel die hier anziehen.
Aber wir haben jetzt auch eine gelbe Maske auf. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ja, wir sehen schon ein bisschen komisch aus. So, was haben wir jetzt hier? Wir sind Stufe 14, das passt. Ja, sehr nice, wir hören die Sirene singen. Komm schon. Na, jetzt sammeln wir hier auch einiges an Debuffs. Nee, Sackgasse. Ah, knüppel sie nieder. Wunderschön. Ah, lasst mich hier doch mal vorbei. Hättet ihr mich vorbeigelassen, hätte ich euch nicht zersplashen müssen. Na, komm schon. Da ploppen auch welche wieder aus dem Nichts auf. Gefährliches Terrain hier. Sehr schön, da haben wir nochmal einen Random Skill. Nochmal ein Level Up, noch besser. Ne, ich hätte gedacht, dass da wieder ein Skill... Ah, jetzt weiß ich. Ja, klar, die Intelligenz brauchten wir für den Skill. So, jetzt gönnen wir uns hier nochmal ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr Leben. Die Sirene singt. Heißt das, wir sind auf dem richtigen Weg? Das wäre auch geil, ne? Wenn man auf dem richtigen Weg ist, dass man dann die Sirene singen hört. Wäre auf jeden Fall ein schönes Detail. Erstmal einsammeln. Das ist jetzt... Nee, das ist die Tochter von Merweil. Dann wird wahrscheinlich Merweil auch nicht unbedingt die Schönheit schlechthin sein. Aber wenn sie eine Tochter hat, muss ja zumindest irgendein Typ blau genug gewesen sein, um zu sagen, ja, das passt schon. Wir sollten ihr gleich vielleicht auch nicht direkt sagen, dass wir ihre Tochter zerstampft haben. Gut, das war auch falsch. Also ich kann es dir nicht übel nehmen, dass du dich hier versteckst. Würde ich vermutlich auch machen. Ah, nächste Ebene. Ich hätte auch noch fast gedacht, dass sie hier direkt vor der Tür auf uns wartet. Macht sie aber nicht. Ja,
Okay, da war eine Geistergestalt. Das ist sie auch noch nicht. Lauf doch nicht weg. Wie soll ich dich verhauen, wenn du wegläufst? Und wie soll ich dich verhauen, wenn du mich einfrierst? Ich habe auch gehört, dass man später Heiltränke craften kann, die bei einem bestimmten Prozentsatz alleine auslösen. Das wird ziemlich nice. Weil da habe ich meist noch so meine Probleme, rechtzeitig die Heiltränke rauszudrücken. Wunderschön. Einfach mal hier schön wieder alles wegsplashen. Aber jede kleine Krabbe müssen wir jetzt hier auch nicht umhauen. Also entweder singt die Sirene wieder oder das ist einfach nur eine ziemlich geile atmosphärische Musik hier. Ah, hier, das sieht auch irgendwie aus wie der Freund von Davy Jones. Sehr viele Schätze. Ah, jetzt kommen wir zu ihrem Versteck. Ah, die Dame scheint reich zu sein. Oh, so kacke sieht sie auch nicht aus. Zumindest sieht sie menschlich aus. Oh. Nice. Also sie macht einen Eisstrahl, einen Hagelsturm. Ja, mit diesem Eisstrahl habe ich so meine Probleme. Ich habe auch Probleme, weil ich keinen Heal mehr habe. Aber gut, dafür haben wir unsere Aura. Ja, ihr haltet hier aber auch viel aus. Kann ich natürlich auch machen, die ganze Zeit im Kreis laufen und wenn sie ihren Strahl macht, draufknüppeln. Ja, funktioniert aber auch nicht so gut wie ursprünglich mal. Ach, sie ist tot. Nice. Nein, sie ist nicht tot. Boah, Alte, was machst du da? Schreist du mich zu Tode? Gut, die Wasserfontänen sind kacke. Weg vom Schrei. Thank you.
Oh, 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 oh. So, mal eben schnell abhauen und regenerieren. Ich will meine Flasks nicht nutzen. So, sehr schön. Raus da. Ah, weg, 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 weg. Ja, wenn sie zurückgeht, macht sie ihren Wasserangriff nach vorne. Aber die hält hier auch schon gut was aus. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Aber anders als bei Diablo erkenne ich hier zumindest ein Muster und ein System. Einfach so Brain AFK DPS Checks kann man hier nicht fahren. Ja, komm schon, und down ist sie. Wow. Aber geiler Bossfight. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, wir werden wahrscheinlich eh gleich zurück zur Stadt gehen. Twisted in Rayclast. Ah, wir haben noch was, Lebensfläschchen, sehr schön. Gut, dann werden wir hier noch mal eben aufräumen. Und den einfachen Crab vorbei. Erhöhte Mana-Regeneration. Wir haben hier ein bisschen mehr Energieschild, Crit, Zaubergeschwindigkeit, Life-Rack. Ja, wir verlieren ein bisschen Mana-Regeneration, aber overall sollte das Ding schon besser sein. So, Monkeys, weg mit euch. So, Akt 2 ist mir eben beim ersten Mal draufschauen auf die Map gar nicht aufgefallen. Da zersplasht er. Oh, jetzt leckt es aber heftig. Wunderschön, wir haben hier wieder 3 Aufwertungen. Die vierte ist auch in Arbeit und fast soweit. So, Monkeys, weg mit euch. Aber auch interessant, der Stammesführer der Affen ist nicht nur doppelt so groß wie die, sondern 10-mal so groß. Aber der kann sie auch nicht davor retten,
in winzige Einzelteile zu zerfallen. Jetzt werden die Lecks gerade ein bisschen zu heftig. So, einmal mehr oder richtig viel Rüstung mehr und natürlich auch wieder mehr Leben. Was wir brauchen, ist natürlich auch richtig viel Damage mehr. Weil bei dem Boss hat man jetzt auch eben gemerkt, dass die Waffe so langsam ihre Power verliert. Schau mal eben kurz hier hin, um dann die kleinen Affen wegzuwämsen. So, und... Und das ist jetzt hier ein DPS-Check, den er verliert. Shit, da kommen wir nicht rüber. Wo müssen wir denn lang? Hier unten wahrscheinlich. Ja. Der Affe, der direkt neben ihm stand, war wahrscheinlich so geschockt, dass er mitgesplasht ist. Okay, da geht's auch nicht lang. Dann geht's ja nur noch hier oben. Wir haben Stufe 16, sehr schön. Ich glaube, das sollte doch reichen für die Schuhe, oder? Dann leveln wir auch mal eben schnell hoch. Ich kann hier nichts sehen, zu viele Bäume. Also er macht extra Kälteschaden, ist aber auch anscheinend gegen Kälteschaden anfällig. Gut, wir haben keinen Kälteschaden, von daher egal. So, weg mit dir. Da haben wir die Identifikationsschriftrolle. Also kaum sind wir hier im Dschungel, fängt es langsam an, ein bisschen performancemäßig Problemchen zu geben. Aber das darf ja eigentlich nicht sein, weil die Grafik ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie viel Bandbreite oder Performance frisst. Da ist irgendwie eine Brücke, aber die können wir nicht betreten. Ah, da oben geht's weiter. Das Waldlager, genau. Da sollten wir hin. Oh, 94, nice. Da wäre ich jetzt auch gern. Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, wer ihr seid. Ich will einfach nur Quests erhalten, für die wir richtig fette, dicke Belohnung bekommen. So, das Ding können wir identifizieren. Kann ich irgendwie die Rüstung nicht wechseln, solange dort Steine drauf sind? Ah, nee. Ich stelle mich einfach sehr unklug an.
Da haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Rüstung, mehr Rüstung, mehr Rüstung. Mehr Leben, ja. So, jetzt haben wir die drinne. Ich habe sogar hier deutliche Probleme beim Ausrüsten der Rüstung. So, die Dinger packen wir jetzt hier einfach mal random rein, um sie noch passiv mitzuleveln. Ja, der Stammesführer hier ist aber auch nicht wirklich der netteste. Gut, dann werden wir noch mal eben schauen. Da haben wir was Rotes, aber wir haben hier auch die Möglichkeit, dort was. Wir haben hier mehr Ausweichwert und mehr Energieschild. Nehmen wir die. Das Ding können wir da reinsetzen. Aber der Rest passt so. Mal eben schauen, da haben wir. Nee, blau haben wir nichts. Grün haben wir aber. Mal des Scharfschützen habe ich auch bei meiner Waldläuferin drauf. Ja, wirklich viele Möglichkeiten haben wir hier sowieso nicht. Ansonsten haben wir halt sehr viel Blau. Gut, aber dann sind wir hier auch mit durch. Nicht auf Wiedersehen, verkaufen. Weg damit. Weiter geht's. Einmal schauen. Wir haben hier eine Quest. Da haben wir was. Und da haben wir was. Wir düsen erstmal nach rechts. Räumen hier einmal auf und dann geht's nach links. Quasi wie im Straßenverkehr, rechts vor links. Wow. Was war das denn für ein schickes Vieh? Okay, ich dachte, das wären hier irgendwelche Bossviecher. Da kommt jetzt ein Bossvieh. Wir sehen es ja auch auf der Map, dass der irgendwie eine besondere Kennzeichnung hat. Ich habe hier jetzt irgendwie einen neuen Skill, den ich nicht so ganz checke. Auf W. Na komm schon. Okay, wird mir nicht angezeigt. Schade. Gut, dann kümmern wir uns mal hier um den Dicken. Er beschwört aber, glaube ich, diese nice Katze. So, beschwört er immer wieder neue Kreaturen oder kann ich die einfach nicht umhauen? Greift mit an. Das ist gut. Wow, das Vieh hält aber viel aus. Na, dieser Hase sieht lustig aus. Okay, das ist eine Falle. Gut, und Meister der Beste, das ist er, spürt Bestien auf, schwächt sie. Gut.
Dann machen wir das mal. Ja, jetzt werden wir hier wieder ordentlich umzingelt, damit ich nicht wegkomme. Okay, das soll Thor Odinson sein, nur mit einem sehr nice Namen. Interessant, cool. Da haben wir den Marker für die nächste Bestie. Und diesmal ist es ein kleiner Affe. Okay, der hält nicht ganz so viel aus. Sehr schön. Dann war das wahrscheinlich eben die Königsbestie, die wir erlegt haben. So, da oben ist das nächste Biest. Wieder ein Affe, aber diesmal ein bisschen... Nee, das ist wieder so ein kleiner. Dieser komische Hase, der da auftaucht. Beziehungsweise auch hier dieser... Gehört diese Katze vielleicht doch zu mir? Ich sollte vielleicht auch mal schauen, was ich mir da für Skill-Sachen reinsockel. Ah, da haben wir einen Stein. Was ist das? Was verderbt ist. Aber da vorne ist noch eine Bestie, die holen wir uns noch mal eben. Okay, diese Bestie hat ein bisschen was drauf. Wo ist die überhaupt? Ach, das ist hier so eine Spinne, Gottesanbeterin oder so. Aber von wem kommen jetzt die ausbreitende Winde. Okay, das ist von ihr. Die spawnen aber irgendwie random. Oh, der lacht aber sehr eigenartig, wie Peter Griffin. Ah, wir haben Level Up gehabt, habe ich gar nicht gecheckt. Dann nehmen wir natürlich mehr Rüstung und mehr Leben. Und die frieren hier wieder ein. Nice. Muss ich jetzt hier alle abmetzeln oder einen Boss besiegen? Oder einfach nur ein bisschen farmen? So, einer schön weg. Oh, wo kommt denn jetzt auf einmal der Damage her? Ups, falscher Knopf. Ja, fällt mal schön auseinander hier. Jetzt nochmal der letzte. Ah, halten gut was aus und wenn die zusammen draufhauen, hauen die auch gut einen raus. Ah, das sind natürlich jetzt hier keine Champions oder so. Wunderbar. Okay, der hat hier den Effekt nach dem Tod Feuerexplosion. Und
physische Schadensminderung. Nice. Das, was wir machen, ist physischer Schaden. Nett von dir. Aber wir werden das Steinvieh komplett auseinanderkloppen. So, da haben wir Verbindungssphäre, Identifikationsgedöns, drei Skill-Aufwertungen, sehr schön. Und diese Katze taucht leider nicht mehr auf. Okay, schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass wir da jetzt irgendwie ein Skill drin haben, der random einfach mal so eine Geisterkatze spawnt, die ordentlich Damage rausholt. Ja, wir haben schon wieder ein Level up. Wenn ich jetzt so unten den EP-Balken mir anschaue. Obwohl. Ja, doch, gibt schon ordentlich EP. So, dann gehen wir natürlich hier einmal runter und als nächstes hoch. Hin und wieder müssen wir mal hier irgendwo reingehen, aber ansonsten da oben, das ist wichtig. Aber welche Drecksau ist das? Das hier. Ah, das Vieh ist wieder sauschnell. Oh. Okay, mit Fallen konnte ich sie ein bisschen slowen. I cannot do this yet. Oh, Alter. Die ist zu schnell für mich. Das Vieh hier hält wieder ordentlich was aus. Ja, noch nicht mal mit meinem Beschleunigungsding kann ich hier was machen. So, jetzt hier schön gegen die Wand drücken und zersplashen. Wunderbar. Okay, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Erhöht prozentual die gefundene Menge im Gebiet. An Gegenständen, aber IP-mäßig sehe ich da jetzt nichts. Aber okay, das scheint hier irgendwie ein besonderes Gebiet zu sein, wo man nochmal einen Boss umhauen kann, plus besseren Loot. Ah, okay, das ist aber anscheinend keines der Bestien, die er sammeln muss, oder? Hinterher zu laufen ist mir ein bisschen zu mühselig. Deswegen machen wir es einfach. Die letzte. Da haben wir sie. Grimmstank. Okay. Okay, doch, der kriegt gut Damage.
Widersteht Blitz und Schock, hat extra Leben, spektrale Stampfer, die haben wir jetzt hier gesehen. Blutrote Schar. Sind das hier diese kleinen Viecher, die er spawnt? Ich muss hier mit AOE reingehen, aber dass wir die Rüstung und HP erhöht haben, ist wunderbar. Wir können uns gut dagegen heilen. Aber wunderbar. Die Jägerquest ist beendet. Der Typ wird uns hier immer noch angezeigt auf der Map. Er ist aber nicht da. Die Höhle. Werfen wir mal einen Blick rein. Das ist hier. Die weiße Bestie befindet sich hier drin. Gut. So, wir haben jetzt schon Stufe 18. Sehr nice. Ich würde sogar sagen, ist sogar ziemlich hohes Level. So, kommt mal ran hier. Aber zumindest ist die Performance wieder super. Mal eben noch hier auf die Spinnen draufhauen. Oh, da haben wir sie. Das ist hier aber auch ein Fantasiewesen, also irgendwie so eine Mischung aus Bär, das Gesicht vielleicht von einem Faultier. Ja, interessantes Vieh. Oh, Platz für die Tunika war aber noch. Nice. Gut, dann geben wir die Quest nochmal ab. Hoffen mal, dass wir ein Level abbekommen. Ah, eine Kröte. Sehr schön. Beim ersten Mal habe ich das gar nicht wirklich erkannt. Ja, hoffentlich gibt es ein Level ab. Ansonsten müssen wir einmal zurück. Das Level ab brauchen wir auf jeden Fall. Qualität 7, Chance auf Blocken 24, hier haben wir 29. Müssen wir nicht lange überlegen. Hier haben wir einen Ausweichwert. Haben wir aber noch Rüstung und das wird schon irgendwie passen. Wird auch langsam mal Zeit für eine etwas kräftigere Waffe, würde ich mal sagen. So, weg damit. Wow, okay, was bekommen wir hier? Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit haben wir schon. Alle Elementwiderstände, das ist gut. Dann gönnen wir... müssen wir noch identifizieren. Na, komm schon. Verringerte Wirkung von Fläschchen auf euch während der Wirkung... Das ist nicht so gut.
Na komm schon, wenn ich das Ding ziehe. Gut, kann ich wahrscheinlich hier im Lager nicht. My help is yours. Ja, bevor ich dann verkaufe. Ne, wir haben das Level Up nicht erhalten, okay. Dann müssen wir mal schauen, wie lange das... Klar, wenn wir Elementarschaden um mehr als ein Drittel reduzieren, ist das natürlich nice. 9 Sekunden. Ja, 9 Sekunden ist aber schon eine gute Zeit. Ja, wir lassen das Ding einmal drinne. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein paar Viecher umklatschen, damit wir ein Level abbekommen. Und dann haben wir das To-Do für heute durch. Ah, leere Instanzen werden nach 8 bis 15 Minuten zurückgesetzt. Also sagen wir mal nach 15 Minuten. Was für eine Quest haben wir hier überhaupt? Keine. Ist nur eine Durchgangsstation. Ja, mal schön hier Elementarwiderstand hochziehen. Und dann sind wir für heute fast durch. Den letzten Punkt buttern wir hier hinein. Wir können dann später auch den und den uns genehmigen. Standard-Juwelenfassung. Ich weiß gar nicht, was man mit der Juwelenfassung macht. Ach, werden wir schon herausfinden. Also, ordentlich was geschafft. Akt 2 haben wir leicht angekratzt. Ordentlich Level gemacht. Stufe 19 jetzt. Sehr schön. Auch ein bisschen neues Gear bekommen. Kleines Problem ist die Waffe. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachbessern. Da könnten wir so langsam mal was Neues gebrauchen, weil gerade gegen die dicken Elite-Viecher könnte der Schaden auf jeden Fall besser werden.